Hello, this is Electric Felix for Sono. Sono Motors are in need of saving, or even just they need to start creating, and we need to help them make that possible. So I'm here next to one of my favorite charging hubs, next to the A Brewery in Amsterdam, where you can always find room to charge. Anyway, watch this video of my German co-host and me trying to convince you to put some money to Sono and get this Scion on the road. Stay Sono. Rettet den Scion. Sono Motors braucht unsere und deine Hilfe. Bis zum 30.12. diesen Jahres müssen 50 Millionen Euro zusammenkommen, damit das Solar-Elektroauto Scion von Sono Motors auf die Straße kommen kann und gebaut werden kann. Bis heute sind bereits 20 Millionen Euro zusammengekommen. Das ist damit jetzt schon die größte Crowdfunding-Kampagne, die es jemals in Europa gab. Es bleiben noch 7 Tage, um die volle Summe zu erreichen. Jetzt bleibt es an uns zu entscheiden, ob wir Sono Motors hierbei helfen können und wollen oder nicht. Das hier ist kein blinder Aufruf, um zu spenden oder in Sono Motors zu investieren. Und es muss einem klar sein, dass das Geld auch verloren gehen kann. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob Sono Motors und der Scion ein unterstützenswertes Projekt ist oder nicht. Und anhand der eigenen finanziellen Situation einschätzen, ob ein Investment möglich ist oder nicht. Wir sind davon überzeugt, dass der Scion ein einmaliges Projekt darstellt, was Mobilität im Pkw-Bereich ganzheitlich anders angeht. Und vieles adressiert, was heute in großen Teilen in der Automobilindustrie anders und falsch läuft. Sono Motors pursues a consistently sustainable and ecological approach and has rejected investors who were merely looking for maximum return in the shortest possible time, as this is contrary to its own corporate approach. Es wäre doch fatal, wenn ein junges Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, ein möglichst umwelt- und klimafreundliches Produkt auf den Markt zu bringen, lediglich an der Finanzierung scheitert. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Denn wie jeder weiß, müssen wir schnellstmöglich umwelt- und klimaschonende Technologien entwickeln und nutzen, damit die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt wird, so wie im Pariser Klimaabkommen beschlossen. Wir sind der Meinung, dass ein Unternehmen wie Sono Motors und ein Projekt wie der Scion enorm wichtig sind. Es braucht Akteure, die Dinge anders angehen. Stay young, stay foolish, würde Steve Jobs sagen, und Elon Musk würde anerkennend nicken. Wenn du ebenfalls der Überzeugung bist, dass mehr und auch schneller etwas passieren muss, und das eventuell auch gerade in Deutschland, dann solltest du dir überlegen, wie du Sono Motors unterstützen kannst und möchtest. Wenn du Sono Motors klasse findest und dich in der finanziellen Lage befindest, eine bestimmte Summe investieren oder spenden zu können, dann versuche Sono finanziell zu helfen. Vorausgesetzt, es tut dir nicht weh, sollte das Geld wider Erwarten weg sein. Denn es besteht immer das Risiko, dass unternehmerische Tätigkeiten keinen Erfolg haben. Wenn du Sono klasse findest, dich aber nicht in der finanziellen Lage befindest, eine bestimmte Summe investieren oder spenden zu können, dann lass dies bleiben. Du kannst Sono immer noch massiv helfen, indem du über den Scion und Sono Motors sprichst, Beiträge dazu in den sozialen Medien teilst, Journalisten und Medien anschreibst, Leserbriefe verfasst, deine Lieblings-YouTuber und Podcaster anschreibst oder vergangene Beiträge zum Scion teilst, wie zum Beispiel vom Clean Electric Podcast oder auch die vielen Beiträge von uns allen. Eventuell triffst du über die Feiertage Familie und Bekannte. Erzähl auch ihnen von Sono Motors und dem Scion. Jeder Beitrag hilft und jede Person, die darüber spricht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass genug Mittel zusammenkommen. Übrigens muss das Geld ja erst nach dem Überschreiten der 50 Millionen Euro Marke erst tatsächlich überwiesen werden. Solange der Wert nicht geknackt wird, passiert erstmal gar nichts. Ja, und wer weiß, eventuell bekommen wir ja genug Aufmerksamkeit und erreichen genug Leute, beziehungsweise die richtigen Leute, die mit den dicken Portemonnaies, so dass so Motors geholfen werden können. Für besondere Ziele müssen wir manchmal besondere Wege gehen. Bezogen auf Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima müssen wir unbedingt noch viel weiterkommen. Und hier hilft jedes Bestreben in die richtige Richtung. Also, teilt dieses Video, erzählt die Geschichte und macht Lärm. Rettet den Scion, stay Sono. 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 Stay Sono.